So, servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute habe ich wieder ein Tabak-Review für euch. Heute geht es um den Vidavi Bra. Der Vidavi Bra soll ein Blaubeere-, Zitrone- und Mentholtabak sein. Kostet für 200 Gramm 18,90 Euro und ich zeige euch jetzt erstmal ein Bild, wie ich meinen Kopf gebaut habe. Ich rauche das übrigens in dem Alpaca Rook in der besonderen Art Edition, der in Kooperation, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, mit dem Künstler Ekua zusammen erstellt wurde. Ein sehr, sehr cooler Kopf. Ein großes Dank geht da nochmal an die ganzen Freunde aus Rottgau raus, die mir den zusammen zum Geburtstag geschenkt haben, inklusive dem coolen Dragon Ball Teller. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Da ist der auch noch in der Story drin. Also den werdet ihr da auf jeden Fall noch häufiger sehen. Der ist nämlich jetzt auf meiner Edition 4. Aber auf dem Foto vom Kopfbau seht ihr natürlich erstmal Schnitt und Feuchtigkeit. Er ist ein bisschen gröber gehalten als das, was man in letzter Zeit so gewohnt ist. Aber es geht auf jeden Fall klar und die Feuchtigkeit ist sehr, sehr gut aufgenommen. Also da gibt es auf jeden Fall absolut keine Probleme. Er hat sich auch in dem Rook von Alpaca sehr entspannt bauen lassen. Also trotz, dass er ein bisschen gröber war, gab es da auf jeden Fall keine Probleme. Für die 200 Gramm verlangt Vidavi 17,90 Euro, also 18 Euro. Ja, wir sind mittlerweile so weit, dass die meisten Mainstream-Tabakhersteller auf die 18 Euro gehen. Und wie schon so oft gesagt, tut es ein bisschen weh, dass wir für so viele, viele Tabakmarken mittlerweile 18 Euro zahlen. Es müsste meiner Meinung nach nicht sein, Die Tabakqualität hat sich nicht bedeutend verbessert oder sowas. Es hat sich auch in der Steuersituation nicht wirklich was verändert. Von daher verstehe ich nicht ganz, warum man jetzt auf 18 Euro gehen muss, außer wenn es halt um mehr Profit geht. Aber wir kommen mal zum eigentlichen Tabak. Wie gesagt, Schnitt und Feuchtigkeit passt auf jeden Fall. Preis tut ein bisschen weh und ich würde sagen, wie gewohnt, riechen wir erstmal in der Dose und schauen uns mal an, wie der Geruch von dem Tabak so ist. Und ich muss sagen, im Geruch ist die Zitrone fast im Vordergrund. Die riecht auf jeden Fall auch eine Blaubeere raus. Es riecht schön säuerlich frisch, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben frisch. Also ich könnte auch sagen, die Mentholnote wirkt eher so, als wäre das jetzt so eine fruchtige Frische, die von der Blaubeere und der Zitrone kommt. Aber so ein bisschen frisch ist er auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass der Menthol mit dabei ist, aber man könnte es, wie gesagt, auch noch so als Fruchtfrische interpretieren. Ich würde sagen, wir schauen uns als nächstes mal den Rauch an. Ist übrigens ausnahmsweise mal nicht im Overpack gebaut, also Abstandssetup mit 2,5 Kohlen auf dem Rook von Alpaca. Ich denke, ihr seht es auch schon beim ersten Zug. Qualmt auf jeden Fall brutal. Läuft super angenehm. Es drückt nicht, es kratzt nicht. Man kann ihn auf jeden Fall wunderbar rauchen. So, einmal euch komplett zunebeln und wahrscheinlich den Autofokus hier schön durcheinander bringen. Also, Rauchverhalten und Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Er qualmt sehr ordentlich. Er lässt sich super entspannt rauchen. Von daher halt wirklich alles wunderbar. Kommen wir dann noch zu dem wichtigsten Punkt bei jedem Tabak, dem Geschmack. Und ich muss sagen, da ist es ein bisschen anders als im Geruch. Im Geruch habe ich ja gesagt, ist die Zitrone eher im Vordergrund. Ich finde aber im Geschmack ist auf jeden Fall die Blaubeere im Vordergrund. Und zwar ziemlich im Vordergrund. Also von der Zitrone schmeckt man erstmal nicht so viel. Das kommt dann eher so im Abgang, habt ihr so eine leckere, saure Note, aber gar nicht so einen krassen Zitronengeschmack an sich. Also für mich ist es definitiv ein Blaubeertabak, der mit Zitrone abgerundet wurde und von dem Menthol im Geschmack. Er ist angenehm kühl, auf jeden Fall, aber er ist nicht krass kühl. Also ich würde auch sagen, Leute, die immer sagen, na, ich will was ohne Minze oder ich will was ohne Menthol, geht safe, klar. Also der ist nicht krass frisch, das schnürt euch nicht den Hals zu oder so. Für mich könnte das definitiv noch ein Ticken mehr sein. Aber die Blaubeernote kommt sehr lecker rüber. Es ist für einen Blaubeertabak wenig künstlich, aber ich kenne eigentlich keine Blaubeernote, die nicht so ein Ticken künstlich schmeckt. Also eine krass natürliche Blaubeernote hatte ich bis jetzt leider noch nicht, aber für eine künstliche Blaubeer eher auf der natürlichen Seite auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Zitrone eher so zum Abrunden im Hintergrund, kommt aber sehr, sehr gut. Also ich rauche normal sehr gerne Blaubeere und das ist definitiv was anderes. Also diese Note von der Zitrone verändert die Blaubeernote auf jeden Fall so ein bisschen, dass es nicht wie so ein Standard-Blaubeertabak wirkt. Allgemein muss ich sagen, Geschmack auch absolut gut. Er haut mich nicht krass vom Hocker, ist nicht übertrieben intensiv, so wie das bei vielen anderen Marken im Moment so der Fall ist, sondern einfach ein sehr, sehr schön ausgeglichener, leckerer Blaubeertabak mit einem Hauch von Zitrone und einer leichten Frische dabei. Also, wenn euch das angemacht hat, könnte was für euch sein. Schaut gerne mal rein bei Vidavi, das Einzige, was da wehtut, sind die 18 Euro. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kurze Tabak-Review zum Vidavi Bra
gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.